heute Megan Story. Hast du den Film geguckt, Megan? Natürlich, ich habe alles geguckt. Ich bin top informiert. Wow. Falls ich möchte es nur schon mal als Disclaimer geben, falls ich mich komisch bewege, das liegt daran, dass mein einer Monitor kaputt ist und ich jetzt über mein Aufnahmeprogramm spielen muss. Und dadurch habe ich weniger so Bewegungsfreiheit, als ich es normalerweise hatte. Also falls ich irgendwo runterfalle, dann ist es auf jeden Fall nicht meine Schuld. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Yay, die Schule ist fast vorbei. Wir müssen nur noch den Fitnessstudio-Kurs belegen. Ich hatte keinen Fitnessstudio-Kurs in meiner Schule. Ich denke mal, er meint den Sportunterricht, aber ja. Ich glaube auch. Aber lass uns jetzt ein bisschen Fußball spielen. Wir können nach der Schule zu dem einen Typen spielen Fußball. Ja, lass zusammen spielen. Oh ja, okay. Lass uns das Tor schießen. Ja. Das Tor. Nein. Jetzt wird's nichts mehr. Wir sind am Tor vorbei. Nee, wir haben noch 11 Sekunden, wenn wir jetzt nicht geblockt werden. Schaff das zusammen. Ja, ja. Jetzt hier rein. Jetzt den Ball rein. Und? Ja. Yeah, Tor. Wow. Let's go. Nein, wir haben gewonnen. Wir haben Fußball gewonnen. Ah, da ist er. Wenn wir jetzt keine 1 plus kriegen, dann weiß ich auch nicht. So, das ist die Schulglocke. Dann lass uns zu deinem Haus gehen. Chatte. Okay, folge mir. Das ist, oh, in Kettes Haus. Das ist richtig schön. Das gefällt mir voll gut. Guck mal, Kette hat ein Zimmer. Kette hat Küchen. Mehrzahl. Wir haben zuerst Fußball gespielt, also lass uns jetzt etwas essen. Was möchtest du essen? Ich möchte in den Küchen gerne ein Sandwich essen, bitte. Danke. Gerne Fledermaus essen. Ich stimme ab für das... Obwohl, da sind Würmer drin. Lass uns eine Pizza essen. Pizza, ja, oder? Also... Ja, ich habe auch eine Fledermaus. Ich zieh dir einen über mit meiner Fledermaus. Easy, bleib stehen! Was sieht aus, als ob Pizza gewinnt? Auf in die Küche. Wir sind natürlich schon da. Wir sind vorbildliche Erdenbürger. Ich habe meine Pizza hier. Ich habe auch Pizza. Was ist deine Lieblingspizza? So, gruselige Filmzeit. Wir schauen Horrorfilme. Nein, ich will keine Horrorfilme gucken. Was? Nein. Roblox wird zerstört? Wieso? Der neueste Film ist out. Megan. Roblox wird zerstört. Okay. Will Megan Roblox zerstören? Keine Ahnung, was hier abgeht. Meine Lieblingspizza, Ronja, ist Pizza mit veganer Salami. Und deine? Meine ist Pizza Hawaii, aber statt mit Schinken, mit so Pilzen. Yeah. Ja, das kriege ich öfter. Megan, der Film. Ich glaube, sie haben Megan übersetzt mit Explorer Elizabeth. Aber ist okay. Wir sind da jetzt einfach dabei. Ich bin Megan und ich werde am 1. Juli Roblox-Spieler bannen, bis ich die letzte Überlebende bin. Was? Nein, Megan, hör auf. Bann uns nicht. Wenn du denkst, dieser Film ist ein Witz, lass es mich dir zeigen. Warte, bannt sie jetzt einfach jemanden? Wähle einen Freund von dir. Ich werde dich nicht wählen. Ich will nicht, dass du gebannt wirst. Wen wählen wir? Sag an. DJA-Player. Ganz unten. Es tut mir leid, DJA-Player. Ich weiß nicht, wer du bist. Es tut mir leid. Wir wollen nicht, dass du aus Roblox gebannt wirst. Herzlichen Glückwunsch, alles Käse. Du wurdest ausgewählt. Nein! Wieso denn ich? Das stimmt doch gar nicht. Nein! Easy, nein, du bist nicht aus Roblox gebannt. Nein, Easy! Komm zurück, jetzt bist du... Ich muss jetzt 45 Robux bezahlen, damit ich weiterspielen kann. Nein! Diese Abzocker, Ronja. Wow. Oh mein Gott, Megan ist da. Warte, die ist gerade aus dem Fernseher gekommen. Ich hau da jetzt drauf auf diese blöde Megan. Ey, die hat mich einfach gebannt. Ich bann die zurück. Wo ist die? Die soll sich mir zeigen. Ist so. Die traut sich doch eh nix. Oh mein Gott. Wo bist du, Megan? Mann, ey. Wo ist die hin? Denkst du, die versteckt sich im Schrank? Denkst du, die hat Angst vor uns? Ja, safe. Ich hätte auch Angst vor dir, wenn ich dich einmal in Roblox gebannt hätte. Dann weiß ich nicht. Dann ist nicht so... Nicht so entspannt, die ganze Sache. Megan, oh, was ist das denn hier für ein Schlafzimmer? Richtig creepy. Okay, ich glaube, Megan kommt nicht mehr. Ich glaube, wir wurden hier ein bisschen betrogen. Ich esse weiter meine Pizza. Ich mache es mir hier gemütlich. Ich lasse mich nicht von der allgemeinen Unruhe beunruhigen. So, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ja, wenn du nochmal jemanden von uns bannst, dann Megan... Weiß ich jetzt auch nicht. Wenn du mich finden möchtest, suche den ersten Hinweis im Wald. Bis bald. Okay.
Okay, ich schätze, wir müssen in den Wald gehen. Oh nein. Megan ist echt. Wir müssen sie finden und sie davon aufhalten, weiter Roblox zu zerstören. Auf jeden Fall, das kann ja nicht sein. Stell dir mal vor, du willst einfach nur friedliche Roblox spielen, dann wirst du einfach gebannt. Ich will mein Geld zurück. Ja. Okay, Megan hat gesagt, wir finden einen Hinweis im Wald. Dann lass uns mal gucken, aber lass uns dicht bei Kette bleiben, weil es ist erstens sehr dunkel und zweitens sehr gruselig. Und ich finde, da hat er auf jeden Fall recht. Folge Kette. Folge der Kette. Folge der Kette. Okay, ich folge der Kette. Das ist ganz schön dunkel. Ich sehe nicht viel hier in der Kette. Das ist eine Taschenlampe. Oh ja, aber die Taschenlampe leuchtet auch nicht viel. Ein bisschen. Naja, ein ganz kleines bisschen. Zum Glück leuchtet Kette. Das ist ganz schön gruselig. Warum ist alles so rot hier im Wald? Weiß es nicht. Bitte, bitte. Hier ist ein Haus. Hier ist eine, ja, kleine Hütte. Da drin muss der Hinweis sein. Lass uns in die Hütte gehen. Es ist hell geworden. Versuche, einen Hinweis über Megan zu finden. Okay. Hier ist der Schreibtisch. Hier ist ein Buch. Da steht nichts drin. Vielleicht oben. Lass mich mal oben schauen. Okay. Hier die Treppe hoch. Hier ist auf jeden Fall nichts. Aber schönes Haus, oder? Also. Ja, ist ganz gemütlich eigentlich. Sieht gar nicht mal so gruselig aus. Was ist das hier? Oh! Nee. Hast du was gefunden? Doch, ich war's! Ha! Hinweis Nummer 1! Megan, ich bin nicht allein. Du hast den ersten Hinweis gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Du Idiot wirst jetzt in meine Welt teleportiert. Ich treffe dich dort. Was? Ich will nicht. Nein, stopp. Bitte nicht. Ich will nicht in deine Welt teleportiert werden. Wir sind in einem Loch gefangen. Nein. Wieso? Was? Das Dach ist offen. Oh, okay, wir können fliehen. Oh mein Gott, ist das hoch. Guck mal, wie hoch das geht. Suchen nach einem Hebel oder nach einem Knopf, um hier irgendwie rauszukommen. Kein Problem. Soweit kann es ja nicht. Es muss in einem von diesen Fenstern versteckt sein, oder? Ich glaube ja, oder? Ja, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Der Raum ist ja weder groß, noch hat er viele Versteckmöglichkeiten. Aha! Da liegt der doch, Euron, ja! Da ist er doch! Wir haben ihn gefunden! Den geheimen Hebel! Was nun? Ja, was passiert jetzt? Was weiß ich nicht. Oh! Oha! Der Hebel hat uns Treppen gemacht. Okay. Das finde ich gut. Okay, let's go. Treppen. Spaß. Oh, das sind gute Treppen. Die sind machbar. 30 Sekunden, das schafft man. Zack, zack. Schafft man das? Ich glaube, die anderen beiden würden sterben. Ach Quatsch, die anderen schaffen das auch. Wir entkommen, die haben es alle verdient. Die haben dafür gewählt, dass ich sterbe. Stimmt eigentlich. Ich hoffe, dass sie auch krepieren. Und hier sind Mist, wir. Mist, die eine hat es geschafft. Runter mit dir. Sind wir die Einzigen? Nein, wir leben noch mit Sissy on the Beat. Wir sind entkommen. Lass uns schauen, was da draußen ist. Folge mir. Ich finde es gut, dass er so ein bisschen die Initiative ergreift. Und weißt du, dass er auch vorgeht. Weil ich wäre ein bisschen lost. Okay, großartig. Das sieht nicht so super aus. Ein Friedhof. Juhu. Oh nein. Okay, ein weiterer Hinweis. Rache an Megan. Wir rächen uns an Megan. Hier, wir sind zu zweit, aber wir sind. Finde Hinweis Nummer 2, Ronja. Okay, ich gucke hier rechts, du guckst links. Ich bin bei irgendeinem Grab oder sowas. Warte mal, was ist das hier? Ich hab ihn. Hast du ihn? Oh, nice. Ich bin ein richtiger Hinweisfinder. Richtig, Ronja, found the clue. Hinweis 2, du kämpfst. Punkt, Punkt, Punkt. Du hast den zweiten Hinweis gefunden. Glückwunsch, bereite dich auf den Kampf vor. Also hier kommt vielleicht Megan raus oder so? Oh, wahrscheinlich. Das ist aber ein blöder Hinweis, du kämpfst. So, okay. Wen bekämpfen wir? Ja, das ist echt ein blöder Hinweis. Ich bekämpfe dich, Easy. Ey, komm her hier. Schlag mich nicht. Es tut mir leid. Und schlag ich zurück. Ich weiß nicht, wen wir bekämpfen, aber sei bereit. Ich bin bereit. Oh, und da kommt sie da sicher. Kommt. Sie sind hier! Das ist aber nicht Megan, das ist irgendein kleines Dämon-Viech. Kämpfe gegen die Explorer-Minions. Okay, kein Ding. Okay, dann wollen wir mal. Ich kämpfe gegen den rechten Explorer-Minion. Was wollt ihr tun? Was verkehrt hier? Läuft weg. Wo ist denn der? Au! 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 Hallo, Explorer-Minion! Muss ja nicht direkt so unentspannt sein. Der springt ja auf einmal los. Oh. Junge, ja. Gute Arbeit, wir haben ihre Freunde besiegt. Oh, das sind Megans Freunde gewesen. Geschafft. Wir sind einfach starke Kämpfer. Oh, es ist Megans Hauptquartier. Hier gibt's einen dritten Hinweis. Oh, ich habe ihn gefunden. Du hast ihn schon gefunden. Ja gut, der lag direkt da auf dem Boden. Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten vor dir. Wähle weise.
Oh, okay. Da sind zwei Löcher im Boden, Ronja. Wir müssen das richtige Loch auswählen. Links oder rechts, was denkst du? Unglaublich. Lass uns auf jeden Fall zusammenbleiben, weil eins von den beiden Löchern wird uns umbringen. Garantiert. Aber linkes Loch? Man kann auch nicht reingucken oder so. Ich würde ins... Rechtes Loch? Linke? Ich weiß es nicht. Ich will ins rechte Loch springen. Rechtes Loch. Okay, let's go. Ich springe rein. Nein, du stirbst, du stirbst, du stirbst! Nein! Warte, ich kann mich noch wiederbeleben. Bist du auch schon reingesprungen? Nee, ne? Ich bin reingesprungen. Oh Gott. Ich habe mich wiederbelebt. Ich habe mich auch wiederbelebt. Oh, oh. Ich bin nicht betrogen. Ja, wir hätten warten sollen. Oh nein. Naja, wir haben keine Wahl, aber wir müssen die Lava überqueren. Warte, wo ist hier Lava? Hier ist Lava, Ronja. Ach so, ja, hier ist Lava. Wie schön. Überquere die Lava. Ich überquere die Lava. Hier. Kein Problem. Sag, ach, gar kein Ding. Ja, die Dinger bewegen sich ein bisschen, aber das ist ja überhaupt gar kein Ding. Wir sind ja auch Jump'n'Run-Profis. Alles easy. Und fertig. So. Guck mal. Nein! Nein! Nicht dein Ernst. Ich habe mich wiederbelebt. Ich bin auch über die Lava gekommen. Ich bin eins vor Ende abgesprungen. Nein! Na komm, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Lava überquert und wir sind jetzt in Sicherheit. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wir sind fertig. Lass uns gehen. Ab nach Hause. Ja, juhu. Endlich. Ich denke, Megan ist draußen. Stimmt, wir wollten ja eigentlich Megan aufhalten. Wir wollten uns ja rächen. Wir wollen ja nicht, dass sie weiter Roblox-Spieler bannt. Das kann ja nicht so... Also, ist nicht in Ordnung. Ich glaube, Megan hat sich verwandelt. Was ist passiert mit dir? Warum bist du ein Explorer-Minion geworden? Aber oben steht noch Megan. Die war doch auch vorhin aus dem PC rausgekommen. Da sah die doch auch normal aus. Du glaubst wirklich, du kannst Roblox vor mir retten? Ich denke schon. Hat sie sich selbst gehackt? Vielleicht hat sie sich selber gehackt. Vielleicht hat sie sich gebannt. Und jetzt ist sie nur noch diese kleine Hülle von einem Menschen. Du musst mich besiegen, wenn du frei sein willst, sagt Hazel, wie ich jetzt scheinbar heiße. Kein Ding. Au! Achtung, Achtung. Megan explodiert hier einiges. Auf die Dinger, auf die Dinger, spring auf! Ja? Das ist kein Ding. So, Megan. Naja. Hier, lass dich mal kurz ein bisschen... Jetzt draufschlagen. Zack, ach, guck mal. Das geht ganz gut. Ja? Oh, wir haben hier schon ein Viertel weg. Oh! Au! Nein! 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 Nein. Oh. Warte, du bist tot. Nein. Du steckst kopfüber im Boden. Dein Körper ist weg. Lebst du noch? Ich lebe noch. Ich habe es irgendwie geschafft, mich da rauszubacken. Oh, ich werde es schaffen, Izzy. Ich kämpfe für uns beide gegen Megan. Kein Ding. Ich bin schon wieder da. Und du bist ja schon wieder da. Ach, guck mal. Ja, ja. Ah. Nein! Megan, das ist Cheaten, ist das. Ja, die boostet einen in so einen Kreis rein, dann hast du keine Chance. Vor allem, du bist mehr da festgebackt. Okay, aber ich glaube, wenn wir jetzt zusammen auf sie einschlagen, dann können wir es gleich schaffen. Da auch. So, hier, Bossgesundheit. Zack, zack, zack. Man muss einfach nur viel hauen. Zu lange. Hier. Okay. Und jetzt weggehen. Jetzt abhauen. Weggehen, weggehen. Bevor sie wieder irgendwas macht. Und oh mein Gott! Oh, Ronja! Ist okay, ich belebe mich nochmal wieder. Müssen wir hoch? Und? Nein, auf sie drauf. Ich glaube, das schaffen wir. Nee, Achtung, draufhauen. Warte, ich bin noch nicht da. Ich bin auf der falschen Seite wiederbelebt worden. Kriegen wir es hin? Und weg, nein. Nein. Oh Gott. Nein, aber ist okay, ich krieg nur so Hälfte Damage. Das ist in Ordnung. Oh Gott. Und drauf ist das Ding? Hier hoch. Spring! Bist du drauf? Ja. Ja, ich bin drauf. Oh, wir schaffen es, wir besiegen sie. Let's go. Okay, ich gehe schon mal runter. Und? Und 3, 2, 1 und wir haben es geschafft. Da ist Megan. Da ist sie. Ach, das war Megan und die hat sie nur reingeschickt. Ah, warte, die hat so einen Klon gemacht oder sowas von ihren kleinen Helfer-Minions. Ich werde mit dem Hacken aufhören. Lass mich einfach gehen. Lassen wir Megan gehen? Nö, ich glaube nicht, oder? Niemals, nein. Nee, niemals. Ich glaube nicht. Ich glaube, oh, okay, sie macht einen Deal. Megan, dann biet uns mal einen Deal an. Aber es muss schon ein echt guter Deal sein. Ich will gar nichts hören. Wenn es ein wirklich guter Deal ist, so. Oh, wir hören zu. Wir sind mal gespannt, Megan, wenn du uns was Gutes bieten könntest. Wenn du mich gehen lässt, werde ich jeden aus Roblox entbannen und wir werden wieder alle normal werden. Aber... Ja, das passiert doch sowieso. Das passiert sowieso. Das ist kein guter Deal. Nee, das ist ein furchtbarer Deal. Lass uns Megan hier für immer behalten. Let's go. Mach also, ich meine, okay. Die muss doch eh alle entbannen. Was ist das denn hier für ein furchtbarer Deal?
Netter Versuch, aber kein Deal. Du bist für immer hier gefangen in deiner eigenen Höhle. Herzlichen Glückwunsch, Megan. Das passiert, wenn du Leute wie uns bannst. Das stimmt. Bitte nein. Tschüss, Hacker. Tschüss, Megan. Du stirbst. Du stirbst. Nee, hat mir gut gefallen, das Ende auch. So Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann schaut auch bei Easy vorbei. Da nehmen wir nämlich auch zusammen auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.